Moment. So rum. Verbindet sich das? Nein, sehr gut. Dann schauen wir gleich mal bei den Ballers vorbei. Und gucke mal, was er da bisher so gemacht hat, würde ich sagen. Achso, ich muss aber noch Glas einbauen. Dahin? Okay, hab ich da. Jawohl, hab ich. Ach, ich hab alles da, es ist so perfekt. Haben wir noch Glas hier vorm, vorm Rathaus? In einer Kiste habe ich hier im Haus was drin. Das sind 9 Blöcke. Also ist jetzt nicht die Welt. Ich weiß nicht, ob dir das reicht. Ja, zum Scheiben machen. Kriegt man eine ganze Menge raus. Dürfte vielleicht reichen. Stecken die, wenn sie voll sind? Nein, natürlich nicht. Eimer sind scheiße. Ja, leere Eimer stecken, glaube ich, oder? Ja, leere Eimer stecken, aber es ging jetzt gerade um die vollen Eimer. Scheiße, das waren Glasblöcke. So. Ja, hier machen wir ruhig mal ein bisschen größere Fenster rein. Okay. Ist denn ja auch ein größeres Haus. Sollte so passen, denke ich. Tülüb. Na. Zack. Jo, hatte ich hier nicht noch irgendwo... Genau hier. Ah! Ah! Oh Gott! Oh Gott, ich versterbe! Hier guckt ein Schwein ins Haus. Achso, ich dachte, du hast jetzt mich ist es weggelaufen. Ja, aber du Geschrei ganz normal. Da würde ich auch weglaufen. So, ach, scheiße. Wachse, wachse. Wir werden normaler Baum, kein so ein hässlicher Riesenbaum. So. Ein Röschen. So, Ballers. Nächster Haus steht. Sehr gut, sehr gut. Ich bin gerade am Sonnen. Ein Röschen und ein Teilchen und ein Bäumchen. Und ein Sitzeckchen. Jo. Cool. Und ein kleiner Park halt, ne? Jo. Ja doch, okay. Das, denke ich, kann man so, passt so. Da könnte man noch... Nein. Ich glaube, das wird doof. Was denn? Cool, warte mal. Okay. Da habe ich bei mir im Haus noch was liegen. Worüber philosophierst du schon wieder? Ich überlege gerade, also, was ich da hinmachen will. Ich muss auch zu mir zum Haus. Na toll, einmal eine halbe Weltreise machen. Ich glaube, ich habe einen Plan. Inzwischen ist das ja alles schon echt weit weg, ne? Ja, gut. Wir haben uns ein bisschen ausgebreitet inzwischen, ja. Aber soweit ist es alles relativ schön mit Wegen verbunden, also man findet das Zeug. Ja, schon, keine Frage. Ohne großartig suchen zu müssen. Aber man muss halt schon ein Stückchen laufen. Das auf alle Fälle, ja. Also man soll sich vorher überlegen, was man braucht und was mitnehmen. Ja, mal eben zurückgehen ist irgendwie doof. Ich höre Schritte. Uah. Jetzt nicht mehr. Doch, ich höre sie immer noch. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt höre ich sie nicht mehr. Hallo, Haus. Hallo, Juvi. Wie geht es dir? Gut. Danke, Haus. Danke der Nachfrage. Mir geht es gut. Wie geht es denn selber? Haus. Dr. Haus. Habe ich nie geschaut. Auch nicht wirklich, oh. Ich habe immer nur die Geschichten gehört von wegen, dass er ja immer so ein Zyniker ist, der immer sich irgendwelche Tabletten einschmeißt. Ja, und aber trotz alledem angeblich ein total geiler Arzt ist oder irgendwie sowas, ne? Wieso? Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es auch nie wirklich geschaut. Ja, bist du, dass ich wieder was zu deinen Schritten sag, oder? Nee, ich bin gerade aus Versehen in die falsche Richtung gelaufen. Achso. Ich überlege gerade, brauche ich noch irgendwas? I don't know. Ich hätte Glas mitbringen sollen, ne? Toll. Irgendwas wollte ich mitnehmen. Ach, wir haben hier noch welches. Ausgezeichnet. Ich habe vergessen, was ich wollte mitnehmen. Achso, ja, jetzt erinnere ich mich. Schau mal, so. Hab ich da irgendwo was? Was brauchst du denn? Das sage ich dir nicht. Das sage ich dir erst, wenn ich es gefunden habe.
Du weißt es gar nicht, wie es heißt. Gib's doch zu. Doch. Okay, ich habe aber nichts da. Das heißt, ich muss mir noch schnell was holen davon. Aber ich habe alles, was ich brauche, da. Aha. Und ich prophezeie, später finde ich da irgendwo in irgendeinem von meinen Kisten, finde ich dann das Zeug. Bestimmt. Wie das ja immer so ist, ne? Mhm. Ganz normal. So. Wir brauchen irgendein nichtsahnendes Opfer, das wir jetzt damit bearbeiten können, mit dieser unglaublichen Technik. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich gleich bearbeitet werde. Nee. Ich beschneide gerade einen Baum. Achso. Ich habe überlegt, ob ich irgendwie so ein bisschen so Heckenzeug oder sowas damit hinmache. Also davon hätte ich dir was geben können. Ich will aber deine scheiß Hecken nicht. Ich will mein Zeug hernehmen. So. Es wird schon wieder Nacht. Schlimm, ne? Ich hab Angst. Das wollte ich nur kurz erwähnt haben. Ja, machst du wieder Licht an, bitte? Bevor das wieder zu dunkel wird für die Aufnahme. Moment, so. Jetzt muss ich nur noch richtig schreiben können, so. Huch. Jetzt bin ich noch aufs scharfe S gekommen hier. So, jetzt muss ich immer ein bisschen planieren, glaube ich. Planieren. So. Wir latschen mit dir da durch die Bude. ich hab's denen schon so oft gesagt, man kriegt das alles mit, aber egal. Schlimm. Also zieht niemals in eine WG. Ja, ich glaube, ich hab's schon oft genug gesagt. Ja. So, wollen wir das vielleicht noch? Hast du dir eigentlich auch schon mal sowas gesagt wie, Leute, seid nicht so laut, ich nehme auf? Nein. Okay. Normalerweise time ich das so, dass keiner da ist. Achso. Damit keiner seine geheimen Machenschaften auf YouTube mitbekommt. Ja, genau. Düm, 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 düm. Hier können wir später auch noch so ein kleines Gärtchen hinbauen, wo ich gerade bin. Hier so ans Ufer nachher ran, so zwischen den Häusern, damit da jetzt nicht nur Häuser stehen, weißt du? Ich glaube, das mache ich doch eher so. Der Zaun kommt wieder weg. Okay. Weil für den Garten sieht das so besser aus mit einer Hecke außenrum. Außerdem kann ich das so ein bisschen besser von der Größe her dann anpassen. Ah, da. Da kann ich schön ein bisschen was kaschieren. Ein bisschen was kaschieren? Ja. So, ich brauche mehr Laub. Wir brauchen mehr Holz. Euer Volk hungert, was? Ja, ja. Oh, das ist ein Schwein. Ich dachte, was ist das denn für ein Block? Der sieht ja voll seltsam aus. Und dann hat sich bewegt. Ich hab mir gedacht so, what? Aber es war nur ein Schwein. Nein, meine Schere ist kaputt. Nein. Die Schere. Die Schere. So. Wie ein Scher und die Schere. Der Ballast mit den Scherenhänden, ne? Wer kennt ihn nicht? 1, 2, 3, Ballast kommt vorbei. Das ist aber nicht das gleiche. Sehr egal. So, dann kommt hier noch das. Ja, so. Machen wir es mal so. Nee, das wird ja auch nicht richtig. Hä, was mache ich denn da bitte? Weiß ich nicht.
wird eigentlich. Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit, was du da eigentlich gerade machst. Mal eben gucken. War das das ganze Block oder nicht? Boss. Ich will hier eigentlich bloß einen hochgehen, aber irgendwie. Doch, so eigentlich alles okay. Da das hin. Da das hin. Ja, und dann passt das wieder. Ich habe irgendwie gerade Brainlags oder so. Ich lege jetzt auch einfach Platten da rein, mir egal. Yeah, Juvi hat einen Platten. Ja. Das ist ja fast wie meine Lieblingskunden. Ich hab da eine Schraube locker. Oh Gott. Ja, das ist eigentlich auch. Gut, dass ich sagen. Ja. Boah, wie ich das hasse. Das hättest du gesagt, ich glaub, mein Schwein pfeift. Könnte ich eigentlich das nächste Mal raushauen. Ach ja, Randale. Was, Randale? Okay, dann hat man das nicht gehört. Nee, kann doch sein, dass ich es gerade nicht gehört habe wegen der Musik. Okay. Naja, vielleicht. Because the music, you know, bro. The music of epic music. Time, Dingens. Zeug. Zeugs. Gedöns. Was ist das eigentlich für ein Baum hier? Einfach nur ein Riesenbusch. So. Da soll man noch ein. Nee. Nee, ich glaube nicht. Das würde es. Nee, das. So. Ein kleines Gärtchen. Yay, Gärtchen. Jetzt muss noch der Baum wachsen. Ich habe aber leider gerade kein Bone Meal da. Kein Knochenmehl. Kein Knochenmehl. Gut, ist sogar so. Ich sag mal, Knochenmehl nimmt man ja normalerweise auch nur her, um Tiere zu züchten, ne? Ja, oder wenn das wirklich schnell gehen soll. Um die zu füttern, ne? Nee, also um Tiere zu füttern, ich meine so. Achso, ne? Ach so, ja. Tiermehl und so. Ja, genau, habe ich gerade so schnell nicht dran gedacht. Weißt du, hier dachte ich, können wir nachher auch noch irgendwie so einen Spielplatz, Park, irgendwas hinbauen, dass das einfach auch Spielplatz ein bisschen aufgelockert ist. Mit Wippe und so. Yay. Ja. So, können wir machen. So ein Allgemeingarten. Genau. Wo die dann alle ihre Felder haben. So für die Tomaten und so die ganzen Büsche und sowas. Ja, ungefähr so dachte ich mir das. Was man halt sagt, ich trinke erstmal einen Schluck. Heute gibt's Schwimmschwab, nicht Wasser. Schwimmschwab? Ja. Ja, cool. Gucken wir uns das Ganze mal schnell von oben an. Ja, sehr cool. Like. Jo, gefällt mir auch. Ist ja von mir gebaut, voll perfekt. Jetzt muss nur noch der Baum wachsen. Dann hat das Ganze auch ein bisschen einen, ne? Ja. Ein bisschen. Einen kleinen Gartentouch halt dann. Ha. Normal halt. Cool. Ich habe überlegt, ob ich da so einen Torbogen aus Grünzeugs mache, aber ich habe mich dagegen entschieden. Ist alles okay. So, über den Eingang, weil irgendwie dann wirkt es schon wieder zu voll, hatte ich gedacht. Ja. Das wirkt so schon fast ein bisschen gedrungen. Ja, gut, es ist eine kleine Fläche und ich meine, ne, also eventuell nehmen wir von den Bänken nachher nochmal was weg oder so, weiß ich nicht. Ja, aber deswegen musste jetzt nicht noch mehr hin, wollte ich damit sagen. Ja. Jo. Jo. Und hier oben müsst ihr dann so einen Anschluss, so einen Dorfanschluss machen noch mit, oder wie? So ein bisschen ins Landesinnere, sage ich mal. Ja. Haben wir in die Richtung hin? Also es soll schon ein bisschen größer werden, dachte ich. Was haben wir eigentlich in die Richtung hier? Ist da irgendwas noch? Haben wir da schon irgendwas gebaut? Nee, ich glaube nicht. Das ist Richtung Rathaus, das heißt, da weiter hinten müsste unser Bauernhof kommen. Glaube ich. In welche Richtung du guckst. Moment, ich komm mal. Ja, das sieht aus, als ob da hinten der Bauernhof ist. Das ist ein ganzes Stück bis zum Bauernhof hin. Ja, da ist er. Ja, wir fahren aufs Land zu Tante Beate. Aber hier ist das auch ziemlich cool. Du bist gerade zum Bauernhof gelaufen, ne? Ja, Richtung Bauernhof. Ja, das ist aber auch ziemlich geil, hier mit diesen kleinen Seen und sowas alles. Mhm. Kann man einen Kurort draus machen. Genau.
Das nennen wir dann Bad Thermeberg. Mit dann bewerben wir die Gegend mit natürlichen heißen Quellen. Natürlich, das ist doch gar nicht so unser Ding. Pass auf, und den Keller stellen wir dann nämlich die ganzen Öfen rein, die das Wasser aufheizen. Genial. Genial. Oder wir machen hier, weißt du, ich weiß nicht, klappt das, dass man noch so eine Unterebene praktisch drunter zieht, da tun wir Netherstone hin, zünden den an, oben eine Schicht Erde oder was auch immer drüber und dann Wasser drüber. So praktisch das aufgeheizte Wasser dann. Und dann noch so ein Wartungsraum praktisch unten, um das Zeug aufzuheizen, wo dann so praktisch durch am Feuer vorbeigehen kannst noch. Klingt irgendwie ganz lustig, muss ich ehrlich sagen. Ich finde die Idee gerade auch irgendwie cool.